Und wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX-Trade vor. Wir tendieren aktuell unterhalb des sogenannten Daily Pivots. Und das heißt, ich nehme die 15,7 als erste Marke jetzt erstmal hier rein. Pending Order 15.700 Long oder 15.692. Dazu muss natürlich der Kurs hier reinlaufen. Wir bleiben in diesem Chart, gucken uns in gehen kurz in die Vergangenheit auf den gestrigen Tag. Hier waren kleine Boxen spät abends, aber das ist nicht ideal, sondern wir suchen ja mittags. Und hier sehen wir schon die Premium-Boxen 23, 21. Das sind die Boxen, wonach wir Ausschau halten. Und die sind, ihr seht es hier, direkt rausgelaufen. Hier waren zu große, denn wir suchen doch mal zu Spielregeln Boxen auf dem Minutenchart, die kleiner sind als 30. Wenn wir Boxen entdecken, die kleiner sind als 20, nehme ich sogar etwas erhöhtes Risiko dafür ein. So, das einmal zu den Blue Boxen, die wir heute Morgen natürlich, wenn eine Blue Box entsteht, auch treten. Kommen wir zu den Grünen. Ja, und die grünen Boxen, das sind die Vola Boxen. Und hier sehen wir gestern, wir haben gestern hier ein bisschen, ja, getradet, haben den Trade hier oben rausgenommen, Big Number getradet. Da oben haben wir ein etwas höheres Risiko genommen. Das war noch in der Primetime. Primetime bei uns hier im Club, 9 bis 49 ideal. Und ihr seht, so soll eigentlich der Trade sauber laufen. Haben viele zum Hedge-Auflösung genutzt. Kurs ist reingelaufen, dann dort raus. Ja, also das war guter Trade hier am Nachmittag. Und hier sehen wir, da haben wir noch einige Trades hier in den Gewinn gebracht. Die Frage, die sich jetzt alle stellen: Wo kommt die Vola-Box heute rein? Und auch dazu gehen wir jetzt mal rein in unsere Vola-Box. So, wo habe ich denn? Das ist kanadisch Dollar. Wir haben gestern hier wieder Daniel Test bin ich jetzt hier. Bin in einem komplett verkehrten Profil. Dann wechseln wir mal das Profil. 15.661, also etwas tiefer, kommen die Vola-Boxen heute rein. 15.661. Dann Dailies und fangen an beim DAX und sehen hier schon in der Wetterübersicht, ja, wir haben hier die 16.000er Marke, ja, und wir sind jetzt gestriges Hoch. Ja, wir haben hier ein paar Bereiche, wenn wir drüber sind, dann geht es, denke ich mir, in Richtung neuen Highs. Dann haben wir die sogenannte Jahresendrallye. Ja, und mal schauen, ob der Markt da dahin läuft. Ja, und alles andere sehen wir hier, der freie Fall, was von vielen Chartisten immer wieder die Tage gepostet wird, ist diese Zone 14.820 bei uns. Circa, das heißt, wenn der Kurs irgendwie darunter kommen sollte, dann gehen viele davon aus, dass der Markt denn hier weiter runterläuft. Und so sind wir jetzt in diesen beiden Zonen, zumindest für den DAX, in einer Seitwärtsrange. So blöd es klingen mag. Und auch wenn wir jetzt Volatilität haben, 15.000 dann wieder rauf, dann wieder runter, wenn man sich den Chart betrachtet vom Mai diesen Jahres, beziehungsweise hier angefangen, sind wir einmal bis hierhin gelaufen, dahin, dann wieder zurück, dann wieder hierhin, dann gab es den Ausbruch nach oben und dann geht es wieder zurück, ja, in diesen Zonen. Also eigentlich sind wir in dieser Zone momentan gefangen. Ja, so einen richtigen Breakout vom Mai. Wir hatten hier diesen Bereich, 270 Punkte, ist aber dann wieder zurück gelaufen. Wenn wir das Ganze ein bisschen kleiner machen, sehen wir das. So sieht es denn im kleinen Bereich aus. Ja, und das Potenzial, dass wir hier nochmal tiefer gehen, denke ich mir, sehen wir ja, wo die Reise dann hingehen könnte für eine Korrektur, die etwas größer ausfällt. Das wäre dann hier die Zone. Ja, da
hat die Musik sehr viel gespielt. Ja, durchaus denkbar, aber wir haben die Glaskugel nicht. Insofern wechseln wir nochmal auf das Template. Einmal nochmal Zickzack-Linie. So, Daily Long. 4 Stunden Long, Stunde Long 30 Long, 15 Long, 5 Minuten auch Long. Also alles Long im DAX aktuell. Also alle Kurse tendieren oberhalb des gleitenden Durchschnitts. Gold. Wie sieht es aus in der Old Economy? Wir sehen hier Gold auf dem Daily Chart, er auch sehr ruhig und ist Short auf Daily. 4 Stunden Long, Stunde auch Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten auch Long. Und wenn wir Gold uns anschauen auf den Weekly Chart, dann sehen wir auch hier, da war das hoch dieses Jahr, beziehungsweise 19. Und hier in der Zone bewegt sich Gold, das heißt das All-Time-High hier bei 2077. Das Low liegt im Gold hier 16.679 und wir sind jetzt hier in der Mitte. Das ist ein Wochenchart, jede Kerze eine Woche und auf den Daily-Chart sieht das Ganze dann so aus. Wenn wir das runterrechnen, Gold auf Daily-Basis. Okay, geht weiter. Wir gehen in Öl rein. Daily, Öl Short. 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long, 5 Minuten Short. Und auch hier einmal ein Blick. Ja, und da gehen wir mal auf den Wochenchart. Wie sieht es beim Öl aus heute? Großer Überblick. Einmal hier oben den Ausbruch. Das war die Marke, die eigentlich hätte halten müssen. Ja, dann haben wir ein neues High hier gemacht. So, und wenn wir das jetzt kleiner machen, ja, dann sehen wir die Bewegung. So, wir sehen hier Corona-Tief. Und wenn wir das Corona-Tief mit dem Corona-High klassifizieren, dann hatte ich das auch schon sehr häufig erwähnt. Ja, 23,6 hat jetzt erstmal hier ganz klar gehalten. Ein Zeichen erstmal dafür, dass der Markt sehr bullisch ist, dass es weitergehen könnte im Ölpreis. Der Klassiker, und darauf habe ich zumindest spekuliert, ist das 38er Retracement. Und das wäre nämlich bei dieser starken Bewegung vom letzten Jahr, diesen Aufwärtstrend im Öl, der ja immer wieder zurückgekommen ist, ja, sehen wir hier bei 38, das wäre bei 54 US-Dollar. Ich habe da noch ein paar Positionen Short im Markt und hoffe, dass ich da noch ein Merry Christmas Wunder erleben darf. Also, Technologiebörse Nasdaq geht's weiter. Daily sind wir long, 4 Stunden long, Stunde long, 30 long, 15 long und 5 Minuten auch long. Und Nasdaq, glaube ich, brauchen wir gar nichts ranhalten, sondern da sehen wir auf dem Daily Chart und Weekly Chart, dass wir hier, wow, sehr, 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 sehr bullish sind für die amerikanischen Werte. Jetzt sind wir im S&P 500, Daily Long, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten auch Long. Und auch hier sehen wir, da brauchen wir nichts anhalten. Sehr, sehr bullish, ähnlich wie bei der Technologiebörse. Jetzt gehen wir weiter runter und gehen heute in Bitcoin direkt rein. 50.000 hier. Bitcoin zum ersten, Bitcoin zum zweiten. Daily sind wir short. 4 Stunden short, Stunde short, 30 short, 15 short und 5 Minuten long. Und auch bei den Kryptos, wenn wir da einen Blick drauf werfen, ja, hier das All-Time High. Wenn ich das ein bisschen kleiner mache, dann sehen wir, im Mai diesen Jahres, Juni diesen Jahres hatten wir 28.000. Zieh die Linie mal runter dort und wenn wir jetzt von hier Fibonacci bis nach oben ziehen, dann sehen wir, wir sind jetzt bei einer 50% Korrektur. Von 28.000 sind wir hochgelaufen hier. 50%, das ist die Buyer-Zone, wie man so schön sagt, hier bei 44.000, wenn Bitcoin noch mal runterkommen sollte, kann natürlich auch sein, dass wir hier erstmal eine 50%
Hi, zwei und los geht's. So, wir sehen die Grünboxen 15.661 oder 15.847 dort oben. Wenn eine von diesen Boxen erreicht wird, gehen wir größeres Risiko ein. So. Dann nutzen wir die zur Hedge-Auflösung. Rechts sehen wir gleich, wir sind gleich im Big Number Trade drin. Also haben getestet einmal rechte Seite. Augenmerk mal jetzt auf die rechte Seite, auf die 15.707. Und wir sind long im ersten Trade. Erster Trade long. Big Number 15.707. Zweite Box würde dann bei 15.692 aktiviert und die Zielmarke dann wäre bei 15.661. Hier wäre dann die Zielmarke der zweiten Box, denn das ist die Vola-Box hier auf der linken Seite. Die nutzen wir dann als Zielmarke für diesen Trade, falls wir in die Verlängerung gehen. Wir blicken einmal auf MTX. Ja, schon fast gedacht. Body Factor sieht gut aus, sieht nicht ganz gut aus. Sie sehen es hier. Sieht zwar short aus. Wir haben jetzt eine Alternative. Das wissen wir. Nämlich mit Kim Jun Sen. Das wollen wir nicht verpassen. So, Kim Jun Sen. Ein Short Trade. In Anmarsch in 3 Minuten und 7. Den werden wir auch letztendlich tätigen. Heute mit genau das gleiche Prinzip mit der Box. Das heißt, wir holen hier unsere Swiss Box raus. Drei ist schon vergeben. 3, 5, 6, 3, 3, 56 ist das vergeben. Ein, sehr gut. Also in 2 Minuten, das heißt auch hier gehe ich nicht ganz großes Risiko ein, aber ein bisschen mehr. 10 Euro zum ersten, 10 Euro zum zweiten. So, 15er Box legen wir ran. Wir schieben das Template mal jetzt zur Seite, damit wir das Ding gleich live gemeinsam machen können. Also Kim Jun Sen heute als Box, sonst machen wir es ja auch manuell. Ja, heute mal als Box. Wir sind long im ersten Trade 15.707 und müssen dann hier den Kurs so ein bisschen die Box ein bisschen hinschieben, wo der Schlusskurs letztendlich ist. Ja. Aber es ist ein schöner Kim Jun Sen Trade, der eigentlich sehr sauber auch läuft. Und dann können wir gucken, ob wir den manuell noch mal einen draufsetzen. Wir sehen jetzt, wir sind bei der Big Number 109. Dann ziehe ich das ein bisschen höher. MTX kommen wir nicht rein, weil die Kerze nicht so gut aussieht. Aber Kim Jun Sen kommen wir rein. Guten Morgen, Petra. 49 Sekunden. Wir schieben, wir schieben, wir schieben, wir schieben. Oh, geht wieder runter. Müssen wir wieder Handwerker hier hinterherlaufen. Kein Problem. 16, 15. Oh, sehr gut. 11 Sekunden. 9 Sekunden. Wir sind auf der rechten Seite, gehen wir auf angepasst.
Und los geht's. MTX auch Short-Signal. Wir sind Short hier. Und MTX, der Klassiker, Sell, Set 4, Differenz 520. 520 MTX. Und jetzt kommt schon Amigo. Kommt er nochmal zurück? Kommt er nochmal zurück? Sieht aktuell nicht danach aus. So, wie sieht es aus? Bei Kinjunsen sind wir short mit unserer Box hier. Und das nun mal, um euch nicht komplett zu verwirren. Und wir haben hier unten eine Evola-Box, die wir jetzt auch schon mal scharf schalten mit größerem Risiko als Hedge-Auflösungstrade. Also alle kommen heute, Major Tom kommt heute auch auf seinen. Also alle, die einen Hedge-Auflösungstrade haben, versuchen wir hier. Jetzt schauen wir MTX nochmal an. Ja, wir sind in dem Einstiegsniveau. Ausführen, confirm und los geht's. Auch MTX Short. So, unser Trade läuft hier links in den Short-Modus rein. 15.687. Und sind mit unserem ersten Trade heute Premiere Kinjunsen Trade in den Markt. Und jetzt sind wir gleich, ja, ich ziehe den Indikator mal rein, Order History Indikator. Hier sehen wir, das war der Eröffnungstrade. Sind in den Gewinn gelaufen hier. Und gleich geht es dann weiter mit dem Volabox-Trade. Ich verabschiede mich jetzt bei den YouTubern. Bis morgen und wir machen im Live-Trading auch weiter.